Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Jetzt habe ich fast einen Frosch im Hals. Ich wollte noch mal auf das Thema Langeweile eingehen, weil einige bei oder eine, ich weiß nicht, einige oder eine bei dem bei der Premiere zu dem Video, ob Musik Einfluss auf unsere Psyche hat. Nun, na, natürlich hat Musik Einfluss auf unsere Psyche. Da haben eben einige langweilig geschrieben. Also wenn ein ruhiger Talk hier auf diesem Kanal ist, dann bedeutet das ja nicht gleich Langeweile-Alarm, beziehungsweise wenn Langeweile-Alarm herrscht, dann ist es manchmal sogar ein gutes Zeichen, denn, ja, denn Langeweile ist ja ein Zeichen, dass man, jetzt machen wir eine kleine Roomtour. Langeweile ist ja ein Zeichen, dass man endlich mal Zeit hat und nicht im Vollstress ist. Also nicht im, du warst schon im Vollstressmodus, es muss alles so schnell gehen und es muss alles fix gehen und es muss alles zack gehen, ne? Und wie stelle ich das jetzt am besten so? Ja, also, Langeweile bedeutet eigentlich, dass du eben Zeit hast, dir Zeit nimmst. Und ich sage ja immer wieder, man braucht auch Fenster, wo nichts passiert, wo absolut nichts passiert, wo du dir erlauben kannst, einfach nur dieses Gefühl, da zu sein, ist schon genug. Ja, und das ist aber schwierig, denn in uns kribbelt, in Österreich sagt man, es wurdelt. Also es kribbelt in uns, wir sind immer wieder getrieben, was Sinnvolles zu tun. Da hinten sind übrigens wunderschöne Bilder von Maria Schmidt, die aus Hannover ist und eben Graz fotografiert hat. Will ich euch zeigen, die hängen hier in meiner Praxis. So, die Dächer von Graz. Hier Graz und nochmal Graz. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Ja, Graz, für alle, die es nicht wissen, ist die Stadt, wo ich lebe. Ich lebe auch in Wien, manchmal auch in Sri Lanka, auf den Malediven, wo auch immer. Aber mein Lebensmittelpunkt ist noch immer in der Stadt, wo ich geboren bin. Also Langeweile hatte ich eigentlich seit meiner Kindheit nicht mehr. Langeweile hat eigentlich für mich als Kind bedeutet, dass ich mit mir nichts anfangen kann. Und ich habe mich auch da, als Kind fühlt man sich ja oft fremdgesteuert im Sinne von, man weiß nicht, was als nächstes kommt, weil es ja nicht von einem selber bestimmt wird und nicht von einem selber abhängt. Und da wusste ich nicht, wie groß das Zeitfenster ist, das mir zur Verfügung steht, und habe Langeweile empfunden, weil ich ja nicht wusste, ob ich mich auf das Spiel, das mir im Sinn gewesen wäre, einlassen kann oder ob das dann schon wieder unterbrochen wird von einer erwachsenen Person, einer Bezugsperson, die ihm sagt, wir müssen raus oder wir müssen im Park oder du musst in die Schule oder du musst in den Kindergarten oder was auch immer. Also ich weiß nicht, wie geht's euch mit dem Begriff der Langeweile? Kennt ihr Langeweile? Habt ihr Langeweile? Bei welcher Gelegenheit habt ihr Langeweile? Und ist Langeweile nicht etwas, das man immer wieder mal nützen sollte? Natürlich, es gibt Menschen, die haben null Tagesstruktur. Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn du gar keine Tagesstruktur hast, empfindest du nicht Langeweile, sondern so einen inneren Druck, ein Sinnlosigkeitsgefühl. Das sagen mir oft ganz viele Menschen, die eigentlich alles haben, was man sich wünschen kann. Die sind finanziell abgesichert, die haben ein reiches Leben hinter sich, reich an Erfahrungen, reich an Begegnungen, reich an allem, was man sich wünschen kann, ein Familienhaus, noch ein Haus, ich weiß nicht, also vermögende Menschen, und die sind dennoch unglücklich, weil ihnen die Decke am Kopf fällt, sie mit sich und ihrer Zeit nichts anzufangen wissen, und denen ist dann nicht nur langweilig, die fühlen sich erdrückt von so viel unstrukturierter und scheinbar sinnloser Zeit. Die Zeit ist aber niemals sinnlos. Und ich frage mich manchmal, wie kann es das geben, dass jemand nur Kreuzworträtsel löst, wobei Kreuzworträtsel lösen manchmal ganz was Gutes ist. Es ist ja Hirnjogging, es ist ja Training für deine grauen Zellen, für deine Merkfähigkeit, für deine Assoziationsfähigkeit, für deine Gedächtnisleistung. Aber wenn es nur das ist, ist es auch ein bisschen wenig, ne? Oder Puzzeln. Das sind alles Dinge, die sind schön. Da kannst du Konzentration üben und ich weiß nicht, was alles. Aber im Prinzip brauchen wir alle eine Aufgabe. Wir brauchen irgendetwas, wo wir dann innerlich, seelisch, psychologisch, wenn du so willst, aufgefüllt uns fühlen, uns sinnvoll fühlen. Also der Mensch braucht Sinn. Ja. Sinn wie die Luft zum Atmen.
Es ist einfach so. Jetzt frage ich mich, was macht für dich Sinn? Offensichtlich macht für dich auch Sinn, diese Videos zu gucken. Und jetzt frage ich mich aber, wenn jemand langweilig zu einem Video, nicht zu meinem Video unbedingt, aber überhaupt zu einem Video schreibt, was ist ausschlaggebend für dieses Gefühl der Langeweile? Heißt das, du findest dich nicht in diesen Videos? Heißt das, der Funke springt nicht über? Heißt das, es gibt hier irgendwie nichts? Ja. Ich überlege mir jetzt gerade, weil ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass es noch ein bisschen dauert, bis mein nächster Besuch oder mein nächster Gast kommt. Es kommen manchmal auch Menschen, die keine Klienten sind, ob ihr es glaubt oder nicht. Da könnte ich doch noch ein bisschen zu euch quatschen, ne? Also Langeweile, das ist aber jetzt ziemlich finster, ne? Ich denke mir, es ist mal ein anderes Video, wenn sich ein bisschen was bewegt, weil ansonsten habt ihr mich eh immer statisch. Ich gucke mal. Ja, ich glaube, die Abwechslung ist es hier auf diesem Kanal, dass nicht immer das Erwartungsgemäße immer dasselbe kommt. Wobei das auch schön ist, wenn es Routinen gibt, sondern dass es immer wieder mal eine Überraschung gibt. Ich gucke nur, was man da gerade sieht. Ja, also war schön, da zwitschern die Vögel. Ist das jetzt langweilig? Ist dieses Video langweilig? Bin ich langweilig? Bist du langweilig? Fühlst du dich langweilig? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich bin so langweilig, niemand interessiert sich für mich, niemand sollte sich für mich interessieren, weil ich so langweilig bin. Das ist übrigens ziemlich kalt. Und da ist die Frage, was ist damit wieder gemeint? Ich bin so langweilig. Was meinen Menschen damit? Siehst du? Das ist der Erlebnisfaktor. Jetzt hast du ihn gehabt. Soll ich dir erklären, was damit gemeint ist? Der Erlebnisfaktor in meinen Videos bedeutet, dass du auch was erlebst, nämlich eine Emotion. Vielleicht hast du jetzt wirklich gedacht, was ist das jetzt? Was will sie mit diesem Video sagen? Das ist ja ganz anders als die anderen Videos. Das hat ja überhaupt keine Struktur. Sie läuft durch ihre Praxis oder Wohnung rum und was will sie eigentlich damit, ne? Und genau das ist der Effekt, den ich eigentlich erzielen will mit diesem Video, dass du mal aus deinem üblichen Denkschema rauskatapultiert wirst, dass du mal ohne den roten Faden auskommst, dass du mal das Gefühl der Langeweile nicht erdrückend findest und mit mir gemeinsam aushältst. Jetzt ist uns mal gemeinsam langweilig. Let's do it. Mach bitte mit. Setz dich hin und lass es uns langweilig sein. Und du wirst sehen, es passiert nichts. Du wirst sehen, es passiert wirklich nichts, wenn einem langweilig ist. Das stimmt. Aber es passiert auch nichts Schlimmes. Es darf sein. Wir müssen nicht immer in dieser Wert-durch-Leistungsspirale, so habe ich sie in meinem Buch, die Beziehungsformel genannt, wir müssen nicht immer in dieser Wert-durch-Leistungsspirale drinne sein. Nee, müssen wir nicht. Wer sagt das? Nur weil wir so erzogen wurden, nur weil wir auf Leistung getrimmt wurden, nur weil wir unser Selbstwertgefühl immer nur durch Leistung aufgefüllt haben. Warum dürfen wir nicht einfach nur hier sitzen und, Entschuldigung, chillen, ne? Zu viel Luft geschluckt, zu schnell gesprochen. Ja, und dann gibt es natürlich Zyniker, die sagen dann, jetzt wird ihr mit YouTube langweilig, jetzt macht ihr ein Langweiler-Video. Mag schon sein. Mir ist aber überhaupt nicht langweilig. Mir ist so lange nicht langweilig, solange die Langeweile Sinn für mich macht. Und die macht Sinn, weil sie mich entschleunigt. Und ich spreche jetzt auch für dich, nicht nur für mich. Das macht einfach alles Sinn. Sinn macht natürlich sein zu können. Sinn macht nicht immer gekünstelt sein zu müssen und nicht glauben, immer gekünstelt sein zu müssen und nicht zu glauben, ständig abliefern zu müssen, um hier und da sein zu dürfen. Ständig zu glauben, es darf nicht langweilig sein, es muss spannend sein, es muss most thrilling sein. Irrtum, nein. Gerade das unaufgeregte, zurückgenommene, unspektakuläre, normale birgt so viele Überraschungen in sich, siehst du ja auch in diesem Video. Ich habe einfach ganz spontan ein Video gemacht, ohne viel nachzudenken, ohne das Ziel, dir irgendeine Weisheit darzulegen oder dich von irgendwas überzeugen zu müssen. Ich bin einfach nur da, ja, in meiner Menschlichkeit, als Mensch, als Person. Nicht mal als Psychotherapeutin, denn momentan bin ich ja komplett nicht von der Rolle, aber out of my professional role. Ja? Also ich bin jetzt nicht in meiner professionellen Haltung, ich bin jetzt auf privat, denn es ist nicht zwischen den Psychotherapiesitzungen so wie sonst immer, sondern es ist vor einer privaten Begegnung.
Es kommt noch ein Geschäftspartner hierher, mit dem ich eben auch privat befreundet bin. Und das war's dann auch schon für heute. Ja, meine Lieben, was sagt ihr dazu? Ist es jetzt langweilig, weil ihr keinen Output so wie sonst habt? Oder liegt es vielleicht an dir, ob eine Situation für dich langweilig oder sinnvoll ist? Also ich glaube, es liegt an dir, ganz ehrlich. Denn, schau mal, es gibt Situationen, die können wir nicht beeinflussen und die finden wir dann langweilig. Ein Vortrag, der nicht enden will. Oder ein Film, in den dich irgendjemand verschleppt hat und du willst ihn eigentlich gar nicht gucken. Oder du sitzt im Wartezimmer irgendwo und dir ist langweilig. Oder du sitzt zu Hause am Wochenende, dir fällt nichts ein, was du machen willst. Du willst nicht rausgehen, du willst nicht drinnen bleiben. Du willst keinen Kopfstand machen, du willst keinen Sport machen, du willst nicht tanzen, du willst keine Musik, du willst nicht essen, du willst nicht schlafen. Ja. So what? Dann ist das Beste, du entscheidest dich. Übernimmst die Verantwortung für deine Zeit, für dein Leben und entscheidest dich, jetzt mache ich das. Und ich probiere es einfach mal aus, ohne es zu bewerten, ohne gleich wieder zu sagen, ist auch wieder langweilig. Lass das bewerten. Das sind ja alles willkürliche Bewertungen. Und wenn du dir das gedanklich, mental immer wieder antrainierst, dann bist du jemand, der wie eine Bewertungsmaschine alles, was um dich richtig herum passiert, etikettiert. Mit so kleinen Etiketten, unsichtbare Etiketten natürlich. Und da steht dann drauf langweilig, mittellangweilig, hochlangweilig, sehr langweilig, sehr, sehr spannend, sehr, 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 sehr spannend, XXXL spannend. Und du bist dann die ganze Zeit am Bewerten. Und wenn du Menschen siehst, sagst du auch, der ist gut für mich und der ist toll für mich und den könnte ich lieben und mit dem könnte ich leben. Und was? Ach, das ist gar nichts für mich und um Gottes Willen, nein. Und dann gehst du vielleicht noch so weit, deine Beziehung, die du hast, ständig zu bewerten. Also heute war das nichts mit dir. Gestern war das viel besser oder letzter Urlaub war viel schöner mit dir. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, wir sollten uns trennen. Wenn du dauernd am Evaluieren bist und am schlimmsten, wenn du dich selbst dauernd evaluierst, was ist denn heute mit mir los? Gestern bin ich viel früher aufgestanden, habe ich mich viel besser gefühlt. Jetzt gefällt mir der Park gar nicht mehr, wo ich mich vorgestern noch wohl gefühlt habe. Jetzt mag ich nicht mal mehr zu meiner Psychotherapeutin gehen, in die Arbeit mag ich auch nicht gehen, aber was ist denn mit mir los? Heute stößt mir dauernd sauer auf und ich habe Blähungen. Ach Gott, ich kann das nicht aushalten. Vor einem Jahr war das noch ganz anders und Corona und die frische Luft und ach, die Luft ist nur langweilig. Ich will lieber drinnen bleiben. Mein Computer funktioniert mich nicht. Nichts ist mehr so, wie es war. Weißt du, wenn du dich die ganze Zeit so oder so ähnlich, ich habe es natürlich ein bisschen übertrieben, ein bisschen parodiert, ja, damit es lustiger ist, wenn man sich so anhört und anguckt. Aber wenn du die ganze Zeit so in deinem Kopf Purzelbäume schlägst und dir dauernd irgendwelche Klebecke-Etikettchen selber auf die Stirn klebst, Prädikat wertvoll oder Prädikat weniger wertvoll oder gar wertlos, wie sollst du dich dann besser fühlen, wenn du dann nur einmal die Woche oder alle 14 Tage oder noch schlimmer einmal im Monat zu einem Menschen, nämlich deiner Psychotherapeutin, kommst, die dir dann sagt, nee, es ist gar nicht so, sie sind gar nicht wertlos, dann glaubst du es ja gar nicht, denn du denkst ja 99% deiner Zeit oder sagen wir 90% deiner Zeit, es ist alles bescheiden. Bescheiden. Ne? Also, meine Liebe, mein Lieber, hier schrauben, wenn das ginge, ne? Dann würde der Psychotherapeut einfach seinen Schraubenschlüssel rausheben und die Schraube, die sich gelockert hat, tatsächlich anziehen. Ich hoffe, du verstehst meinen österreichischen Humor. Ja, so einfach ist es eben nicht. Auch wenn man eine Schraube festzieht, muss das Ding noch nicht funktionieren. Noch dazu ist das kein mechanisches Problem, sondern ein Problem, wie du mit dir selber umgehst und wie du mit deiner Umgebung, auch mit YouTubern umgehst. Ob du sie abwertest sofort, wenn dir was nicht passt. Ob du in deinem Schematismus, in deinem Raster drinnen bleibst, das dir anerzogen, das dir antrainiert wurde, das du selber übernommen hast und das du vielleicht nie haben wolltest, dieses Denkschema. Das ist die große Frage. Also wie gesagt, meine Grundfrage an dich war, wann ist dir langweilig? Wie ist dir langweilig? Wie gehst du um mit deiner Langeweile? Und wie denkst du eigentlich in der Zeit zwischen den Sitzungen? Hochbrisante Frage. Ich hoffe, dir hat dieses etwas andere Video ein bisschen Schwung gebracht, auch wenn es langweilig war. Es war ja so langweilig, ich weiß. Okay, tschüss, bis gleich. Ich freue mich auf dich.